Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Im letzten Part hat eine Lawine den Bergpass verschüttet und wir sind im Zug stehen geblieben. Kurz darauf ertönte ein Schrei und jetzt schauen wir raus, um herauszufinden, schon wieder die Uhr vergessen zu stellen. Meine Güte! Hat sich irgendwie nach Poirot angehört, aber es kam ja das Ratchets-Abteil. Gibt es ein Drama? Oder eine Katastrophe? Nope. Es war Mr. Ratchet, aber es geht ihm gut. Dann lassen Sie uns schnell wieder schlafen. Oh mein Gott, ein Mann! Oder, ja, sieht nach Mann aus. Und es läutet. Und niemand kommt. Wo ist Pierre Michel? Was für eine Nacht, ich werde sicher dunkle Augenringe haben. Sie schläft tief und fest. Ich wage fast zu sagen, es ist der Schlaf der Gerechten. Irgendwie sind ihre Augen ein bisschen offen, aber egal. Es ist jetzt 1.17 Uhr. Ich muss zwar nicht immer auf die Uhr schauen, aber egal. Jetzt spicken wir wieder raus. Da sind Sie ja endlich. Ich habe geklingelt und geklingelt. Ich bitte um Entschuldigung, Madame. Was möchten Sie? In meinem Abteil ist ein Mann. Das besandt man doch nicht raus, Schätzchen. Aber Madame, Sie sehen doch, hier könnte sich ein Mann nirgendwo verstecken. Als ich aufgewacht bin, war ein Mann hier drin. Ich habe es gespürt. Ulala. Madame, Sie sagen doch selbst, dass Ihre Tür verriegelt war. Wie kam er herein? Wie kam er heraus? Das kann man noch zweideutig sehen. Einbrecher, sonst noch was? Lol. Wie kam er herein? Wie kam er heraus? Was ist los? Okay, ich würde wirklich keinen Schlaf finden, wenn die ganze Zeit herumgepumpert und geläutet und geschrien und sonst noch was gemacht wird. Hallo? Es ist jetzt 1.22 Uhr. Also 5 Minuten später. Ja, es kostet mich Schönheitsschlaf. Viel, viel Schönheitsschlaf. Okay. Keiner der Fahrgäste hat weiße Haare außer... Ich sollte versuchen herauszufinden, wer die Person im Kimono war, bevor ich mich wieder schlafen lege. Muss das sein... Na egal. Die einzige, die weiße Haare hat, ist die Fürstin Dragomirov, aber es würde mich wirklich wundern, wenn sie im Drachenkimono den Gang entlang spaziert. Pierre, wer war die Frau im roten Kimono? Es tut mir leid, Mademoiselle. Ich habe die Vorratsliste des Kurswagens Calais kontrolliert. Ja, toll. Ich habe ihr Gesicht nicht gesehen. Toll. Aus welchem Abteil kam sie? Ich bin mir nicht sicher. Aus einem Abteil in der Mitte des Wagens, glaube ich. Von Madame Hubbard vielleicht oder Monsieur Ratchet. Als ich sie bemerkte, ging sie in die Gegenrichtung. Aus Mr. Ratchets Zimmer? Eine Frau kommen? Zum Glück war es nicht ich. War hier irgendjemand unterwegs? Nur sie und die andere Dame. Es ist seit einiger Zeit ruhig gewesen. Gott sei Dank, aber wenn jetzt noch irgendwas kommt, dann drehe ich durch. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Gab es irgendwelche ungewöhnlichen Vorfälle? Nun ja, die Lawine natürlich. Später hat Madame Hubbard behauptet, ein Mann sei in ihrem Abteil, aber ich konnte keinen finden. Haben Sie einen dumpfen Schlag gehört, kurz bevor ich hier erschien? Nein, ich habe nichts gehört, Mademoiselle. Vielleicht kam es aus dem Abteil nebenan. Monsieur Poirot vielleicht? Der dumpfe Schlag kommt auch im Buch vor. Aber ich habe keine Ahnung, was der zu bedeuten hat. Muss ich ehrlich zugeben. Wenn ich in Monsieur Poirots Zimmer gehen will, schreit er auf, ja, Mademoiselle, das dürfen Sie nicht, weil alle schlafen. Also mache ich es auch nicht. Ich gehe einfach schlafen, die Frau ist mir pip egal. Jo. Und jetzt, bitte. Durchgeschlafen, zum Glück. Und es schneit und es... Wetter, Wind und
Ich sag zu viel und, ich weiß eh. Meine Tochter sagte, es sei die leichteste Art der Welt zu reisen. Man setzt sich nur in den Zug nach Paris. Und jetzt sitzen wir hier tagelang fest. Mein Schiff läuft in 2 Tagen aus. Wie soll ich das jetzt schaffen? Ich kann ja nicht einmal die Reederei informieren. Ich muss sagen, ich platze vor Wut. Meine Schwester und ihre Kinder warten auf mich. Was werden sie sich jetzt wohl denken? Sie werden denken, dass mir schlimme Dinge passiert sind. Ich muss beruflich nach Mailand. Ich richte gerade mein Headset, also wundert euch nicht. Selbst den Waffen hat. Wenn ich zu spät komme, platzt das Geschäft. Und Sie? Sie haben noch nicht gesagt, was Sie machen. Das ist wohl wahr. Na und? Unhöflich. Wir tagelang fest. Damals 29 steckte ein Zug eine Woche lang im Schnee fest. Die Passagiere sind fast verhungert. Sie sollen sogar Wölfe gejagt haben. Zur Not bleibt immer noch Kannibalismus. Yeah. Ich erinnere mich da an einen Vorfall in der Nähe von Kaschmir. Aber sagen Sie, essen Sie Ihren Speck gar nicht mehr? Er schmeckt köstlich. Welcher Speck? In welchem Land sind wir hier? Wieso ist das Essen wieder unsichtbar? Ach, glaube ich. Oh, eines der Balkanländer. Dann gute Nacht. Warum ist das Essen unsichtbar? Für die Eisenbahn? Ja, aber ich fürchte, ich kann nicht viel tun. Sie werden vom Bord aus wie gewöhnlich eine Schneepfluglok einsetzen. Sie können nichts dafür. Das kann niemand verhindern. Monsieur Poirot hat recht, Mary. Oh. Er meinte, von uns allen hätten Sie den stärksten Charakter. Und das stimmt. Oh nein, ganz sicher nicht. Ich kenne jemanden, der weitaus stärker ist als ich. Wer? Pierre, Sie sehen ganz blass aus. Was ist los? Pardon moi, Mademoiselle Marceau. Monsieur Poirot bittet Sie unverzüglich, in sein Abteil zu kommen. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Achso, ich muss ihn ansprechen. Monsieur Poirot, was ist passiert? Ein Mord, Mademoiselle, von der brutalsten Art. Ich habe angewiesen, dass alle Außentüren des Zuges verriegelt werden, bis auf die hintere Tür des Kurswagens Athen-Paris, damit der Lokführer und der Heizer den Dampfkessel weiter mit Kohle versorgen können. Ohne die durch den Dampf erzeugte Wärme würde es hier sehr schnell kalt werden. Der Schaffner... Er heißt Matteo, glaube ich. Matteo wird uns sofort informieren, falls jemand versucht, den Zug zu verlassen. Zum Glück ist Dr. Constantin hier der einzige Passagier im Kurswagen Athen-Paris. Er hat die Leiche untersucht. Doktor, Mademoiselle Marceau vertritt die Eisenbahngesellschaft. Sie können offen reden. Oh nein, wer ist ermordet worden? Monsieur Ratchet. Oh. Was sollen wir tun, Mademoiselle? Monsieur Poirot, ich bitte Sie. Machen Sie es. Wir können nicht auf die jugoslawische Polizei warten. Unzuverlässig. Sie werden uns alle wochenlang festhalten, während Sie herumpoltern und die Spuren verwischen. Sie haben keine Ahnung, wie man einen Mordfall löst. Wären wir bloß ergriffen. Ja. Nehmen Sie die Ermittlung. Müssen Sie. Wir wissen doch beide, je länger ein Verbrechen ununtersucht bleibt, desto schwieriger wird die Aufklärung. Ah, Sie sind Hobbykriminologin. Ich erinnere mich. Was Sie sagen, ist wahr. Dennoch... Poirot, seien Sie bitte nicht so stur. Ich will das nicht übernehmen. Ist mir doch egal, ob Sie einen Knöchel verstaucht haben oder nicht. Sie könnten zu Ihrem wichtigen Fall in England weiterfahren. Wir könnten eine weitere Verspätung und Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste vermeiden. Ich muss in 2 Tagen bei einem wichtigen Ärztekongress in London eine Rede halten. C'est vrai? Jede weitere Verspätung wäre unangenehm. Monsieur Poirot, mein Job ist nicht großartig, aber er ist alles, was ich habe. Die Lawine, Ihre Verletzung und jetzt ein Mord. Wenn er nicht aufgeklärt wird, verliere ich meinen Job. Dafür kann man Sie doch nicht verantwortlich machen. Ich werde mit Marcel sprechen. Sie haben mein Wort, dass er Sie nicht entlassen wird. Klären Sie den Fall auf. Wenn die Polizei eintrifft, müssen wir nur sagen, das ist der Mörder. Mademoiselle, machen Sie von Ihrer Beobachtungsgabe Gebrauch. Poirot ist bettlägerig und von Schmerzen gepeinigt. Wie soll er da irgendetwas aufklären? In meinem Tagebuch habe ich ein Zitat von ihm. Es lautet, um einen Fall aufzuklären, muss man sich nur zurücklehnen und nachdenken. Machen Sie von Ihren kleinen grauen Zellen Gebrauch. Ich habe oft die eigenen Wörter eines Mörders dazu genutzt, ihn in die Falle zu locken. Nun sitze ich durch meine eigenen in der Falle. Gut gemacht. Eh bien, Mademoiselle, ich werde mein Möglichstes tun. Ich würde Sie nur bitten, die Laufarbeit zu übernehmen. Das würde Ihnen gefallen, oder nicht? Und?
Ich mache Ihnen jetzt ein Angebot, das ich einst meinem Freund Captain Hastings gemacht habe. Wenn Sie die Herausforderung annehmen, spielen wir ein kleines Spiel unter uns. Sie werden von Ihren eigenen kleinen grauen Zellen so viel Gebrauch machen müssen, wie Poirot von seinen. Am Ende werden wir sehen, ob die Hobbykriminologin die Prüfung besteht. Wenn Sie ablehnen, werde ich bei Ihren Ermittlungen viel stärker eingreifen. Ob so oder so. Das Verbrechen wird aufgeklärt. Das ist eine wichtige Entscheidung, die Sie jetzt treffen müssen, bevor wir fortfahren. Ich werde nicht noch einmal fragen. Nehmen Sie an? Gut, mein Handy hat vibriert. Das heißt, der Part ist zu Ende. Ja, ich nehme die Herausforderung an. Ich fühle mich geehrt. Ich nehme die Herausforderung an. Ausgezeichnet. Wenn Sie in eine Sackgasse geraten, fragen Sie sich, was würde Poirot tun? Stellen Sie sich vor, ich wäre als Ratgeber dabei. Womöglich hilft das. Also, fangen wir an. Dr. Constantin, gehen Sie mit ihr nach nebenan. Eieiei, hoffentlich überziehe ich nicht zu viel. Also Leute, ein Mord ist geschehen, Ratchet ist tot. Wir müssen den Fall aufklären. Und Poirot ist beidglückrig. Ich beende den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Falsche Taste gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.